Die vom Kleinbahnunternehmen Lenz & Co. 1897 erbaute Kiel-Schönberger Eisenbahn verbindet seit 1914 die heutige Landeshauptstadt mit dem Ostseebad Schönberger Strand. Diente sie in den ersten Jahren vorrangig dem Personenverkehr, so wurde bereits 1910 mit den Dietrichsdorfer Werftbetrieben von HDW nennenswerte Industrie angeschlossen. Seit mehr als 40 Jahren wird über die Strecke ein Kohlekraftwerk bedient und auch schon seit 1980 erfolgt der Containerverkehr zum Ostuferhafen. Der Personenverkehr, zuletzt abgewickelt von den Verkehrsbetrieben Kreis Plön mit Großraumdieseltriebwagen des Typs GDT von MAK, wurde in Etappen zwischen 1975 und 1980 beendet. Der 4 Kilometer lange Abschnitt von Schönberg zum Schönberger Strand ist seit 1976 die Stammstrecke des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn, kurz VVM. Da die Strecke ab Sommer 2014 für den SPNV reaktiviert werden soll, werden auch die Reste vergangener Kleinbahnherrlichkeit in Kürze verschwinden und modernen Hochbahnsteigen mit Verbundpflaster weichen müssen. Zum Kleinbahnabschied bot der VVM noch einmal eine Fahrt von Schönberger Strand bis in den Ostuferhafen für Film- und Fotofreunde an. Zum Einsatz kamen dabei zwei Züge, eine KÖV mit Personenwagen und eine MAK 240B mit einem kurzen Güterzug. Einen so kleinen Verein stemmt der VVN mit der beachtlichen Sammlung von Rollmaterial eine erhebliche Herausforderung. Das führt mitunter dazu, dass die betriebsfähigen Fahrzeuge nicht unbedingt immer zu stilreinen Zügen zusammengestellt werden können. So waren zum Beispiel beide Loks nicht auf dieser Strecke heimisch. Das tat dem Film- und Fotovergnügen aber keinen Abbruch. Eher schon war es die Sonneneinstrahlung in der Vormittagszeit auf der von Ost nach West verlaufenden Strecke, die es für die Teilnehmer der Fotofahrt zu meistern galt. Ab geht die Post. Am BÜ Soldwischredder erleben wir zunächst den Personenzug bei der Vorbeifahrt. Die MAK 240B sehen wir hier wildtrötend kurz vor der Unterführung unter der L165. Kurze Zeit später trifft der Güterzug in Starkendorf ein. In dieser weit abseits der Siedlung liegenden Station gibt es ein kurzes Ladegleis, in das der Güterzug fotogerecht hineinrangiert werden soll.
von der Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn stammt der gemischte Post- und Packwagen Nummer 36 hinter der Lok. Beim gedeckten Güterwagen handelt es sich um einen Nachkriegsnachbau der Kriegsbauart Gattungsbezirk Bremen. Der Flachwagen ist ein XLM 57. Teilnehmer, Zugpersonale, aber auch zufällige Passanten nehmen die Gelegenheit wahr, mit allem, was knipst, Bilder zu schießen. In Schönberg überholt der Güterzug zunächst den in Gleis 5 wartenden Personenzug. Anschließend zieht auch der Personenzug in Gleis 1 vor zum Empfangsgebäude. Hier werden für die Teilnehmer diverse Motive mit beiden Zügen arrangiert. Weiter geht's am Eichsolzkamp bei Passade. Beim Personenwagen handelt es sich um den CI 26 der ehemaligen Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn aus dem Jahr 1915. Beim grünen Jäger gab es bei einem kurzen Fotohalt Gelegenheit, die Köf in Szene zu setzen. Kurz darauf rollt hier bereits der Güterzug über den BÜ. Im Bahnhof von Probstheierhagen waren beide Züge dann wieder beieinander. Hier gab es noch einmal einige Scheinausfahrten.
Der bereits recht nüchterne Bahnhof von Schönkirchen ist Kulisse für eine weitere Einfahrt des Güterzuges. Anschließend wurden beide Züge hier vereint. Im Sandwich ging es dann nach Oppendorf, wo Kopf gemacht wurde, um den ansonsten für Besucher nicht zugänglichen Ostuferhafen zu befahren. Schließen möchte ich mit einigen Szenen des planmäßigen Museumsbetriebes.